Pakt mit dem Teufel, so beschwörst du deine Dämonen. Die Angst vor teuflischen Dämonen, die Schrecken über die Seele bringen, ist wahrscheinlich älter als die Religion selbst. Doch für manche Menschen steckt gerade hier drin der Reiz. Sie erhoffen sich von dem berühmten Pakt mit dem Teufel schnellen Reichtum oder Ruhm. Gehörst du zu diesem Schlag von Menschen, solltest du diese 12 Schritte befolgen, damit deine Dämonenbeschwörung erfolgreich ist. Erstens. Welchen Dämonen möchtest du rufen? Zunächst solltest du wissen, welche Art von Dämon du herbeirufen willst, denn einige sind sehr menschenfreundlich, andere nicht. Willst du an deinem Arbeitsplatz durchstarten, solltest du Belial rufen. Astaroth oder Asmodeus sind für persönliche Belange verantwortlich, während Eligor dir bei einem Fall vor Gericht helfen kann. Zweitens, warum möchtest du ihn rufen? Es ist wichtig, den genauen Grund für die Beschwörung zu kennen. Stelle den Dämonen eine konkrete Frage. Außerdem solltest du immer ruhig und sachlich bleiben. Fordere ihn zu nichts auf oder versuche ihn nicht auszunutzen. Nummer 3. Was kannst du ihm bieten? Jeder Dämon erwartet für seine Hilfe eine Gegenleistung. Überlege gut, welche Form von Opfer du bringen willst. Sprich auf jeden Fall alles genau ab, damit es nicht zu schlimmen Überraschungen kommt. Es ist auf keinen Fall ratsam, ein Versprechen zu geben, von dem du weißt, dass es nicht einzuhalten ist. So etwas finden die teuflischen Gesandten gar nicht lustig. Viertens. Welche Methode wendest du an? Hast du den Dämon deiner Wahl gefunden, brauchst du eine geeignete Methode, um Kontakt aufzunehmen. Abhängig von deiner Erfahrung kannst du Dämonen physisch sehen, hören oder andere greifbare Beweise für seine Anwesenheit erkennen. Für nicht so geübte Personen empfiehlt sich, die Energie des Dämons zu rufen, bis du seine Aura wahrnehmen kannst. Fünftens. Meditiere vorher. Bevor du dein Ritual startest, solltest du deinen Körper mit Hilfe von Meditation auf die Erfahrung vorbereiten. Mittels Kraft- oder Machtmeditation kannst du deine Psyche öffnen und deinen Geist für Wesen der anderen Art empfänglicher machen. Sechstens. Die Vorbereitung. Als nächstes solltest du dein Beschwörungsritual vorbereiten. Es ist immer besser, die Zeremonie nachts in der Dunkelheit durchzuführen, da dies die Chance auf eine erfolgreiche Kontaktaufnahme stark erhöht. In Filmen sieht man oft ein angemaltes Pentagramm auf dem Boden, doch Dämonen verachten Kreise und fühlen sich von ihnen beleidigt. Sie geben ihnen das Gefühl, eingesperrt zu werden. Siebtens. Besorge dir diverse Hilfsmittel. Es ist wichtig, den passenden Duft per Räucherstäbchen zu erzeugen. Wenn du zum Beispiel Sagatana beschwörst, um deine Sexualität zu steigern, solltest du die Düfte wie Jasmin, Flieder oder Kamille verwenden. Für das nötige Glück bei den Lottozahlen musst du Valak rufen. Ihn erreichst du mit Zeder oder Muskatnuss. Achtens. Auch die Farbe ist wichtig. Ebenso wichtig wie Räucherstäbchen ist es, die passenden Kerzen auszuwählen. Am besten ist es, wenn die Farbe der Kerze zu der des Dämons passt. Um Balsam zu beschwören, weil dein nächstes Date gut laufen soll, solltest du gelbe, orange, goldene oder weiße Kerzen bereithalten. Lässt sich der Dämon keiner Farbe zuordnen, sind schwarze oder dunkle Kerzen die geeignete Option. Neuntens. Die Siegel der Dämonen. Jeder Dämon hat ein eigenes Siegel. Drucke dir das passende Siegel deines Auserwählten aus oder zeichne es nach. Studiere es gut und merke dir die Form. Dann schließe die Augen und visualisiere es in deinem Geist. So kannst du eine engere Verbindung mit deinem Dämon herstellen. Zehntens. Das Gebet. Nun wird es Zeit für das Dämonengebet. Herr Satan, gewähre mir durch deine Gnade die Kraft, in meinem Geist zu begreifen und auszuführen, was ich zu tun wünsche, das Ende, das ich mit deiner Hilfe erreichen würde. O mächtiger Satan, der eine wahre Gott, ich rufe dich an. An diesem Punkt solltest du die Energie des Dämons verspüren, ansonsten musst du die Zeremonie mehrmals durchführen. Häufig antwortet der Dämon auch ohne das Wissen des Beschwörers. Suche nach komischen Zufällen oder außergewöhnlichen Dingen. 11. Der Kontakt. Nach einem erfolgreichen Kontakt ist es nicht nötig, bei erneutem Beschwören das vollständige Ritual noch einmal voll durchzuführen. Nun reichen meistens einfache Methoden wie ein Ouija-Brett oder Kristallkugeln, um Kontakt aufzunehmen. Beim Rufen eines neuen Dämons musst du aber auf jeden Fall die ganze Zeremonie erneut abhalten. 12. Habe Respekt.
Wenn du das Glück hast, mit einem Dämon zu sprechen, behalte in Erinnerung, immer ehrlich und respektvoll mit ihm umzugehen. Stelle eine konkrete Bitte und biete ihm eine Gegenleistung. Der Dämon geht von selbst, also fordere ihn nicht auf, zu verschwinden. Wenn er geht, verspürst du vielleicht ein Kribbeln oder leichte Schmerzen, was auf die hohe Bioelektrizität zurückzuführen ist. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und mich vielleicht auch abonniert. Ich kann jedes Abo gebrauchen. Vielen Dank.